In der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist passiert etwas Interessantes. Die Versuchungssituation wird dir bewusst, bevor es zu spät ist. Halleluja. Das ist wie, wenn dein Leben auf einmal in Zeitlupe geht. Und dir wird die Frage vorgelegt, der Heilige Geist sagt, hallo, aufwachen, siehst du, was jetzt los ist? Oder du sitzt gerade vor dem Fernseher und guckst da irgendwelche Filme und früher oder später in unseren heutigen Filmen meistens kommt die Sünde. Und meistens sehr real und in Farbe und sehr attraktiv präsentiert. Aber bevor es soweit kommt, der Heilige Geist ist da. Ich sage nicht, du darfst nicht fernsehen. Aber was du nicht darfst, ist dir Sünde anschauen, wie andere Menschen sündigen. Wenn du glaubst, du hast ein Recht anzuschauen, wie Menschen sündigen, wirst du niemals frei werden. Niemals. Wir haben kein Recht, uns Nacktheit anzuschauen. Wir haben kein Recht, uns anzuschauen, wie Menschen sich Gewalt antun, wie Menschen sich Unrecht tun, wie Menschen sich beschimpfen, beleidigen, verletzen, mit Worten herabsetzen, manipulieren und so weiter. Weil alles, was das tut, ist, es befriedigt unser Fleisch. Unser Fleisch ist so ekelhaft und so raffiniert. Es hat eine untherapierbare Sucht nach Sünde. Dein Fleisch und meins. Und das Fleisch ist so raffiniert nach der Bekehrung. Wenn ich schon nicht sündigen darf, bitte erlaube mir doch den kleinen harmlosen Genuss zu sehen, wie andere sündigen. Und das nennt man Fernsehabend. Und das nennen wir Entspannung. Und dann wundern wir uns, warum wir so wenig aufgebaut sind nach all diesen Schrottfilmen. Du musst anfangen, klar zu denken und zu sagen, Gott erlaubt mir nicht, und er hat gute Gründe dafür, diese Dinge weiter anzuschauen. Und egal, was andere Menschen sagen, du wirst tun, was der Heilige Geist dir sagt. Du kannst nicht Ordnung bringen in deinem Verhalten, wenn du nicht Ordnung bringst in deine Gedanken und in deine Fantasie. Es ist unmöglich. Ich sage es nochmal zum Mitschreiben. Du kannst nicht Ordnung bringen in deinem Verhalten, wenn du nicht Ordnung bringst in deiner Fantasie und in deine Gedanken. Du kannst nicht lernen zu herrschen, wenn du vorher all diese Dinge im Vorfeld schon kultiviert hast und immer fein gegossen hast und gepflegt hast und gedüngt hast und da deine Monster gefüttert hast. Das ist unmöglich. Wir müssen radikal werden, wir müssen entschieden sein und dem Fleisch sagen, no more. Wir haben genug von dem Zeug gehabt, nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Wir müssen sagen, weil ich es nicht mehr soll, deswegen will ich es nicht mehr. Ja, bloß nicht dieses, ich armer Mensch, ich bin ja als Christ und all die leckeren Dinge darf ich nicht mehr. Wenn du so denkst, bist du mittendrin in der Gesinnung der Welt. Du musst sagen, Halleluja, ich muss nicht mehr nach der Pfeife der Welt tanzen. Ich muss nicht mehr jedem Gedanken nachgeben. Ich muss nicht jeden Wunsch, den mein Körper oder meine Seele mir vorgaukelt, erfüllen. Ich kann jetzt herrschen. Und herrschen heißt, ich kann Nein sagen. Halleluja. Du hast die Autorität im Heiligen Geist bekommen, Nein zu sagen. Und die musst du jetzt lernen anzuwenden. Aber erst musst du hören, dass du überhaupt diese Autorität hast. Und davon redet dieser Vers hier. Der Geist der Gnade, die Gnade ist da, sie trainiert uns und sie unterweist uns. Und worum besteht das Training? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Was heißt das? Nein sagen. Einfach Nein sagen. Nicht mehr. Ja, aber wir hatten doch immer so schöne Zeiten. Nein, nicht mehr. Fertig. Ich bin ein neuer Mensch. Ich lebe jetzt nach neuen Maßstäben. Ja, aber war das nicht immer schön und lecker? Nein, das ist jetzt vorbei. Ich bin ein neuer Mensch in Christus. Ich stimme nicht mehr überein mit den netten Vorschlägen der Sünde. Ich stimme nicht mehr überein. Ich habe jetzt meine eigenen Werte. Und die kommen aus diesem Buch. Und das sind Gottes Werte. Und ich werde vom Heiligen Geist angeleitet, Nein zu sagen. So, nochmal zurück zu der Szene, du sitzt beim Fernseher, du merkst, die Szene entwickelt sich und es kann nur noch wenige Sekunden dauern und dann sind die wieder im Bett und dann der ganze Theater wieder. Und der Heilige Geist sagt, hallo, jetzt ist Zeit, den Kanal zu wechseln. Und du sagst, ach, ein bisschen später, lass mich noch zu Ende gucken.
Und wieder hast du alles zunichte gemacht, was du vorher aufgebaut hast. Sagt, Heiliger Geist, ich will unter deiner Führung leben. Ich will lernen, ich will mich disziplinieren lassen, ich will mich führen lassen. Klar kannst du Buße tun und alles fängt wieder von vorne an. Und das kannst du dein Leben lang so machen. Und wenn du jedes Mal bereust, du wirst jedes Mal Gnade bekommen. Aber es gibt etwas Besseres als fallen und bereuen und Gnade bekommen. Es gibt etwas Besseres. Frei bleiben, sauber bleiben, sich enthalten, zu herrschen. Das ist so viel besser. So, wenn dieser Impuls des Heiligen Geistes kommt, das ist, ich erlebe das so wie, hallo, aufwachen jetzt. Guck mal, was hier abläuft. Siehst du, was hier passiert? Ja, oder ich fahre mit dem Auto und wieder irgendeine aufreizende Werbung, wieder was ganz Neues ist da auf dem Riesenplakat. Und der Heilige Geist sagt, du weißt, wenn du jetzt um die Ecke fährst, was dann da auf der rechten Seite steht? Wo willst du dann hingucken? Willst du da hingucken und den Verkehr außer Acht lassen? Oder was möchtest du machen? Und ich sage, nein, ich wähle, da nicht hinzugucken. Ich wähle das. Und er sagt, gut, und ich gebe dir die Power dazu. Wir kooperieren mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist der Gnade. Ihr Lieben, es ist möglich. Und alles fängt hier oben an. Solange du sagst, habe ich alles schon probiert, es funktioniert nicht, ich bin harmloses Opfer, bist du in Auflehnung gegen Gottes Wort. Du glaubst nicht, auch wenn du sagst, du glaubst nicht wirklich, was das Wort sagt. Alles fängt damit an, dass du deine Gedanken erneuerst. Wir kommen aus der Anpassung an die Welt heraus, Römer 12, Vers 2, durch Erneuerung unseres Denkens. Wenn Gott sagt, ich bin Sieger, bin ich Sieger. Wenn Gott sagt, ich bin Überwinder, bin ich Überwinder. Wenn ich auch noch nie überwunden habe, ich glaube es, weil Gott es sagt, nicht weil ich mir es selber bewiesen habe. Gott sagt es. Und ich werde lernen, als ein Überwinder zu leben, weil ich die Identität eines Überwinders habe. Es fängt mit Identität an. Es fängt mit Verständnis an, wer ich jetzt bin in Christus. Und wir sind eine neue Schöpfung. Halleluja. So, der Heilige Geist ist da und er macht dir Versuchungssituationen, je nachdem, was gerade dein Gebiet ist, wo du lernen musst und wo du am Kämpfen bist. Der Heilige Geist macht dir bewusst, hier ist jetzt eine Versuchung, hier ist eine Einladung zur Sünde. Was wirst du jetzt tun? Und du erinnerst dich an all das, was du gebetet hast, was du versprochen hast, was du erkannt hast, wozu du dich hingegeben hast. Und du sagst, ich folge dir, ich bleibe in Gemeinschaft mit dir. Die Sünde, die Begierde will dich vorziehen. Stattdessen verstärkst du deine Gemeinschaft. Heiliger Geist, lass uns jetzt ganz eng gehen, besonders an dieser Stelle, ganz eng sein. Ich will bei dir bleiben, ich will auf dich sehen, ich will dir danken für all das Wunderbare, was du getan hast in mir und was du jetzt tust, dass du da bist, dass du mich bewahrst, dass du mich leitest. Und wir lernen, uns abzuwenden von der Einladung zu der Sünde, von der Begierde. Begierde ist Einladung zur Sünde und wir wenden uns ab und wir lassen nicht zu, dass wir aus der Gemeinschaft mit dem Herrn fortgezogen werden und diese Dinge anfangen. Wie fing es im Garten an? Da war das klare Gebot und Eva fing an, die Frucht anzuschauen. Und dann ging es los, ratter, 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 eigentlich sieht die sehr lecker aus und ich verstehe gar nicht, warum das verboten sein soll. Und sie fing an, ihre eigenen Gedanken zu entwickeln und sagen, das ist doch alles Natur, das hat doch alles Gott geschaffen, was soll denn daran verkehrt sein? So reden heute Leute in Bezug auf Cannabis, das hat doch Gott wachsen lassen, das ist doch ein göttliches Kräutlein, das kann doch nur gut sein, da ist doch Heilungskraft in den Kräutern. Cannabis sind Haschischpflanzen, woraus man also Gras macht, ja, oder dieses Haschischharz, was dann genommen wird. Macht nichts, kein Problem. Wir sind klar, wir sind im Wort, wir stimmen mit Gott überein und dadurch haben wir die ungehinderte Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und er erzieht uns.